Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Auspackvideo auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle schon mal und wir starten direkt mit dem Auspacken. Das Paket ist etwas lediert gekommen, das kann ich euch zeigen, wenn die Umverpackung weg ist. So. Das ist ein Video. Das ist ein Paket von, kann ich euch gleich sagen. Steht nämlich auf der Rückseite von der Verpackung. Ich habe es nämlich draufgeschrieben. Nur da steht auch meine Adresse drauf. Deswegen zeige ich, beziehungsweise sage euch das gleich. Und zwar, was ich meine, das hat etwas gelitten. Der Shop ist von Real Shining. Offizieller Store. Die ganze Irrfahrt des Päckchen hat nur 15 Tage ungefähr gedauert. Also ist relativ schnell bei mir gewesen. Und als ich das bekommen habe, hatte das auch schon diesen Knick. Ich hoffe mal, dass die innen drin auf so einer schönen Papprolle aufgerollt sind, auf so einer, dass das nicht so sehr gelitten hat. Aber das werden wir jetzt feststellen, wenn ich es auspacke. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Nein, es ist nicht auf einer Papprolle. Leider nicht. Eimersteine. Leinwand. Boah, ich habe Glück gehabt, ne? Nichts mehr drin. Also, der Karton hatte zwar gelitten. Hier sieht man das auch leicht. Hier ist der Knick. Aber es geht noch. Noch. Ist wie gesagt, noch. Es ist ein etwas anderes Motiv als sonst. Vielleicht habe ich auch noch eine Leinwand. Ich schau mal. Weil da sind irgendwie noch mal Steine drin. Ja, ich habe noch eine Leinwand. Und zwar ist es dieses Motiv. So ein quasi so ein Sommer-, Herbst- und Frühlings-Winterbaum. Mit den vier Jahreszeiten ringsrum. Fand ich recht cool vom Motiv. Habe ich gedacht, habe ich auch noch nicht. Ist dem Fünfteiler, den ich letztens hatte, sehr ähnlich, aber es ist halt anders. Ich finde, kann man auch mehrere von machen und haben. Es sind zweimal Tüten gekommen, einmal Steine, nochmal Steine. Die Legende ist sehr klar gedruckt. Die sieht sehr gut aus. So, wir haben noch ein Toolkit. Ist aber eigentlich ein ganz einfaches, mit einer ganz, ganz einfachen Pinzette, ein paar Zipbeutelchen, einem weißen Schiffchen, was vorne offen ist, einen normalen rosa Stift, keinen Aufsatz dabei und einem normalen Wachsblatt. Also nichts, gar nichts Besonderes, kein Aufsatz dabei, nichts. So, die Leinwand, ja, da könnt ihr schon sehen, die hat hier schon etwas gelitten. Wenn nur die Leinwand ein bisschen schlecht aussieht, der Kleber aber in Ordnung ist, dann kann man das machen. Ich ahne aber fast Schlimmes. Das Problem ist, das habe ich auch schon vor einer Weile bekommen. Das heißt, so mit Reklamieren wird ein bisschen schlecht sein. Aber weiß der Verkäufer ja nicht. Also wenn irgendwas sein sollte, werde ich es auf jeden Fall reklamieren. Es ist in zwei Lagen geklebt. Das heißt, man kann es einzeln ausziehen. Der Druck ist gut. Was ich gerade mal gucke, das könnt ihr auf den ersten Blick von so weit gar nicht sehen, aber ich kann es schon mal sehen. Und zwar, normalerweise hat man diese Kästchenumrandung und die ist hier so gut wie gar nicht zu sehen, wenn sie überhaupt da ist. Doch, sie ist da, aber sehr, 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 sehr dezent. Das heißt, es ist wie quasi fast wie beim runden Steinchenkleben. Man hat halt zwar die Farbe als Hintergrund, aber nicht unbedingt diesen fetten, schwarzen Trennungsstrich zwischen den Kästchen. Das finde ich sehr gut. Der Druck, ja, der geht so. Der Druck haut mich jetzt auf den ersten Blick nicht um. Also zumindest der auf dieser Seite. Ich kann euch mal direkt ranholen, damit ihr vielleicht seht, was ich meine. Mal jetzt ein bisschen könnt ihr es sehen, aber nur ein bisschen. Die Symbole sind hier leicht ausgewaschen. Also sie sind nicht ganz klar, aber ich denke, es geht. Ich teste mal mit euch was anderes. Ich schmeiß da einfach mal ein Lightpad drunter und gucke mal, ob das mit dem Lightpad besser zu erkennen ist, auch für die Kamera besser zu sehen. Das blendet das etwas. Und da könnt ihr es schon fast
sehen. Machen wir von oben noch ein bisschen Licht, damit das auch jetzt richtig gut kommt. Also, ihr könnt sehen, es ist nicht ganz klar. Wir haben auch wieder das Problem, dass wir wieder helle Schrift auf hellen Symbolen haben, was ich total unsinnig finde bei einem Bild, was eckige Steine hat. Ich mache mal kurz die Lampen wieder aus. Ja, ist halt ein bisschen schade an der Stelle. Ansonsten finde ich die Idee mit kaum Hintergrund echt gar nicht schlecht, weil so man halt auch diese, wenn man was Weißes hat, einfach keinen Stress hat, dass man, so könnt ihr gar nichts sehen, gar nichts. Ja. Aber jetzt könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser sehen, auch wenn es blendet. Aber also sie sind, ne, wenn man jetzt hier schaut, wieder helle Symbole auf hellem Grund. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer zu erkennen. Ich mache das Licht euch mal wieder aus und fahre mal wieder weiter weg, damit wir weitermachen können. So. Also von der Seite, ja, also der Druck ist so, ja, ich würde sagen schon eher eine 3 als eine 2. Aber die Idee finde ich gar nicht schlecht. Aber naja. Also die schwarzen Symbole kann man ja immer recht gut sehen. Aber wenn es dann so in die hellen Symbole gehen. Die Seite wiederum ist ein bisschen besser vom Erkennen her. Die andere ist sehr, 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 sehr fest. Also diese Seite ist schon nicht so einfach. Es wird eine Herausforderung werden, aber die andere Seite, die ging dann. So. Gucken wir mal hier. Also der Kleber sah so aus, als wenn er nichts abgekriegt hat. Das war dann wirklich also dann nur die Leinwand, die sich hoffentlich hinterher wieder ausliegt. Und auch hier, aber hier ist der Druck tatsächlich etwas besser zu erkennen. Also hier geht es schon in die Richtung 2. Ja, würde ich sagen, ist schon gut. Auf der anderen Seite leider nicht. Aber es ist halt natürlich auch schwierig, wenn man in einem Bild so unterschiedliche Farbverläufe und Hell-Dunkel-Schattierungen hat. Das ist halt so. So, ich muss das mal eben auch noch parallel aufmachen, weil die Stellen leicht überlappen. Und muss das mal hier kurz runterfriemeln. Da ist die Klebefolie kurz ein bisschen mitgekommen. Die wollte auf dem Bild bleiben, die wollte nicht mit runter. Also der Kleber, was ich hier so sehe, der Kleber ist schon gut. Und es hat keine Blasen abgekriegt, es ist also nur ein bisschen die Leinwand und hier vor oben die Folie. Also ansonsten ist das, sieht man jetzt dem Bild jetzt nicht großartig an, dass da jetzt vom Transport her das nicht so gut gewesen ist. Hier habe ich jetzt natürlich, dadurch, dass mir da jetzt eben was fehlt, eine kleine Lücke, die ein bisschen klebt, aber gut. Das ist halt so. Ein bisschen Schwund ist immer. Mit der Klebeprobe wird gleich ein bisschen tricky, weil ich gucken muss, wie ich euch farblich, bildlich, vom Licht her damit einfangen kann. Aber wir haben euch ja noch die Steine zu zeigen. Oder ich habe euch noch die Steine zu zeigen. Und ich würde sagen, ich mache einmal mal die Tüte auf, weil da auch die Legende drin ist, die ich gleich noch brauche, damit ich weiß, was ich für Farben gleich noch benutzen muss. Und dann legen wir mal los. Das ist eins der Farben. Und die sehen aber gut aus, die Steine. Die sind halt natürlich keine Mega-Leuchtfarben. Das ist ja auch kein mega buntes Bild. Von daher ist das völlig in Ordnung. So, ich habe jetzt hier nochmal helle Steine. Einfach mal im Vergleich. Die sehen auf der Kamera jetzt ein bisschen dunkler aus, als dass sie in echt sind, aber. Das macht nichts. Also die sind nicht so leuchtend gelb, die sind etwas zartgelb. Also die Steine sehen auch auf den ersten Blick gut aus. So, ich habe jetzt noch eine Runde schwarze Steine. Schwarz kann man natürlich unter der Kamera immer sehr schlecht sehen. Also das ist sehr schwierig, da
irgendwas zu sehen. Ist in Natura schon schwer zu sehen. Wie sollte es dann unter der Kamera sehen? Aber die Steine an sich sehen echt gut aus. Also, da kann ich so jetzt auch auf dem ersten Blick ganz schmeckern. Und ich zoome euch jetzt mal ran und versuche eine vernünftige Stelle zu finden. Mal sehen, ob mir das gelingt. So, die Stelle haben wir gefunden. Und zwar möchte ich mit euch diese Stelle machen. Das ist ein Weiß. Und ich hoffe mal, dass die Kamera jetzt auch ordentlich scharf stellt. Ansonsten wird das hier nichts. So, die sind direkt am Rand. Die lasse ich einfach mal leer, damit ich gleich entsprechend die Folie wieder drauflegen kann. Und das halt nicht so zustaubt. Wenn ihr mittendrin anfangt zu painten, dann könnt ihr natürlich auch mit dem Lineal arbeiten. Ich mache es jetzt in dem Falle nicht, weil nachher einfach noch Steinchen rankommen und das halt dann ein bisschen besser aussieht, wenn das nicht ganz so Lücken oder irgendwas hat. Von daher. Also die Steine lassen sich gut setzen, lassen sich auch noch gut schieben, haben auch genug Platz, so wie ich das jetzt erstmal erkennen kann. Ich finde, so mit dem Lightpad die weißen Steine zu kleben, sieht immer, finde ich, total genial aus, wenn man halt echt, man kann die so schön der Reihe nachlegen. Ich finde, das sieht so geil aus. Und man kann halt wirklich gut erkennen, ob da wirklich zu groß oder so kleine Lücken da sind. Aber das, finde ich, ist in dem Falle, finde ich jetzt persönlich nicht. Wenn ihr da anderer Meinung seid, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Und da habe ich auch keinen Vertrag mit und keine Probleme mit. Wenn irgendwas ist, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Bin da recht frei. So, also sieht aber gut aus. Also ich kann jetzt so auf Anhieb jetzt so gar nichts sagen. Also die Steine passen super gut. Ich finde, die Lücken sind auch jetzt nicht zu groß. Also man hat ja da eigentlich kaum Lücken dazwischen. Also ich setze jetzt einfach Steinchen an Steinchen und ich kann jetzt nicht feststellen, dass ich jetzt irgendwie noch mega viel Platz hätte nach links oder rechts oder dass das zu eng ist oder so. Also das finde ich jetzt bei dem Bild gar nicht. Ich mache jetzt einfach mal noch eine Reihe und dann kann ich euch das auch gleich schon mal zeigen. Also ihr seht, man kann die auch recht gut setzen. Man kann die halt auch durch die Gegend schieben, wenn man das möchte. Und man kriegt die eigentlich auch wirklich gut gesetzt, ohne dass da jetzt Stress mit ist. Manch einer setzt die immer schön im Schachbrettmuster hier, einmal so, dann wieder oben drupp, ne? Und dann immer versetzt, dass man halt hinterher nämlich leichter die Lücken ausfüllen kann. Das habe ich auch schon oft gemacht. Gerade wenn man sehr, sehr große Flächen hat, dann sieht das halt einfach ein bisschen schöner aus, gleichmäßiger. Also Kleinflächen mache ich das eigentlich nicht, es sei denn, ich habe viel Langeweile, dann schon. Oder man hat sehr viel Konfetti, wo man das eh so setzen muss. Also das ist so ein Schachbrettmuster, das kann man halt beliebig weit ausdehnen. Ich hatte das schon mal bei so einem großen Bildabschnitt, dann habe ich dann so viel Schachbrettmuster auch gegeben, weil ich irgendwie sehr, sehr viel Dunkelblau hatte. Das war halt schon sehr anstrengend. Aber die Zwischenräume lassen sich jetzt natürlich ideal erfüllen, weil man muss nicht mehr gucken, muss ich jetzt gerade sitzen, nicht gerade sitzen. Man kann die einfach da reindrücken und dann sitzen die auch gerade in der Lücke, weil ja von links und rechts schon vorgegeben ist, wie rum der Stein da rein muss. Deswegen alles total gut. Man muss halt nur die Steine, die man im Schachbrettmuster setzt, ordentlich setzen. Wenn man die nicht ordentlich setzt, dann sitzen die Steine da drin natürlich auch nicht ordentlich. Und es gibt ja, ich glaube, so einige Monks unter euch, bei denen müssen alle Steine richtig sitzen. Dazu gehöre ich eigentlich hoffentlich nicht. Eigentlich, also ich würde von mir behaupten, dass ich nicht unbedingt der Monk-Typ bin. Bei manchen Sachen okay, bei manchen Sachen eher weniger, aber prinzipiell bin ich da eigentlich entspannt unterwegs. Und hier haben wir jetzt ein Steinchen, das muss ich nochmal richtig reinschieben, damit es auch in der Stelle sitzt. So, ich würde sagen, ich habe fertig für heute. Das ist mein kleines Stückchen, was ich mit euch machen wollte.
Ich finde, das kann sich eigentlich sehen lassen. Das ist mein Stückchen, was ich mit euch fertig machen wollte. Und wie ihr seht, hat er nicht scharf gestellt. So ein kleiner Saubeutel. Ja, ihr Lieben, das ist das kleine Stück, was wir fertig gemacht haben. Ich kann euch jetzt gerade nicht näher ranholen. Ansonsten gibt es ein unscharfes Desaster von dem ganzen Teil. Falls es eben unscharf gewesen ist, ich hoffe, ihr verzeiht mir die Kamera. Irgendwie will die nicht so sehr scharf schalten, warum auch immer. Ich verstehe es nicht, weil eigentlich ist sie dafür ausgelegt, das zu können. Aber ja, gut. Vielleicht muss ich auch mal einfach öfter üben, dass das dann klappt, so wie es soll. Das ist auf jeden Fall das fertige Stückchen, was ich mit euch gemacht habe. Wie ihr sehen könnt, also ich finde das Ergebnis gut, außer dass der eine Stein hier nicht so will, wie er soll. Den habe ich zwar schon geschoben in die richtige Richtung, aber der zieht sich immer wieder raus. Also da ist es auch immer wichtig, wenn ihr sowas am Rand habt, nehmt den Stein ab und setzt ihn nochmal gerade rauf bei so Steinen in der Mitte. Einfach die Steine drumherum und dann hat sich das auch erledigt. Ja, ihr Lieben, das war's von meiner Seite. Ich finde, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, außer dass der Druck halt an einigen Stellen nicht so optimal ist. Und die Leinwand natürlich ein bisschen durch den Transport gelitten hat, da sie nicht auf einer Schaumstoffrolle kam. Aber ja gut, nicht jeder verpackt halt gleich. Ich bin ja schon mal froh, dass es so halbwegs heile angekommen ist, weil es gibt ja auch tatsächlich richtige Leinwand-Desaster. Habe ich bisher noch nicht so häufig gehabt. Aber ich finde, das ist okay. Der Kleber hat halt wirklich nicht gelitten. Der sah wirklich ein astrein aus. Von daher ist das von meiner Seite her völlig in Ordnung. Steine sehen super aus. Ihr bekommt natürlich in der Infobox auch angezeigt, ob alle Steine vollständig waren. Die werde ich nachher noch zählen und euch dann auch dort reinschreiben, ob alle vollständig waren. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir bitte sehr gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das natürlich auch sehr gerne tun. Dann verpasst ihr kein neues weiteres Video, vor allem Auspackvideos. Und Infos, Anregungen, Kommentare, wie immer in die Kommentarbox unten schreiben. Wenn es was zum Antworten gibt, werde ich das natürlich auch machen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!